Komm in deine Yoga-Sitzposition auf einem Klotz oder ein Sitzkissen. Und trenne hier nochmal die Gesäßhälften, sodass du beide Sitzbeinhöcker gleichmäßig spüren kannst. Lege die Handrücken auf den Oberschenkeln ab und von der Basis der Sitzbeinhöcker richte die Wirbelsäule lang und entspannt nach oben hin auf und aus. Die Schultern sind entspannt, das Brustbein leicht angehoben und die Position der Hände begünstigt die Öffnung des Brustbereichs. Schließe sanft die Augen und die Lippen und dann balanciere in kleinen, von außen nicht wahrnehmbaren Bewegungen den Kopf über dem Hals so aus, dass er ganz leicht wird, dass es keinerlei Anstrengung bedarf, ihn dort zu halten. Anschließend balanciere den Rumpf über dem Becken so aus, dass der innere Raum frei wird und die Wirbelsäule anstrengungsfrei in der Aufrichtung gehalten werden kann. Lenke dann die Wahrnehmung in die Füße, Beine und ins Becken und lasse diesen Bereich passiv werden. Ganz still und bewegungslos. Die Muskulatur darf loslassen, darf weich werden. Und zudem lässt du Achtsamkeit in diesem Bereich zu. Eine Aufmerksamkeit, die absichtslos ist, das heißt, du suchst nach nichts, und die akzeptierend ist, das heißt, alles, was ist, darf da sein. Der Bauch und der untere Rücken sind passiv und weich. Der Brustbereich, die Schultern, Arme, Hände, Hals und Nacken offen und weich. Der gesamte Mundraum, die Ohren, die Nase, die Augen, Stirn und Kopfhaut, sodass nun der gesamte Körper von der Kopfkrone bis in die Finger- und Zehenspitzen ganz still, ganz weich und achtsam ist. Und dann atme noch einmal tief ein und vollständig aus. Und für dreimal Om noch einmal tief einatmen. Und dann bringe beide Hände vor dem Brustkorb zusammen für den Gruß. Und lass den Kopf in Richtung Hände und Herz absinken. Hari Om Tat Sat. Lege die Handrücken wieder auf die Oberschenkel zurück. Hebe in deiner Zeit den Kopf und öffne die Augen. Komme dann auf der flachen Matte zum Sitzen und strecke die Beine nach vorne hin aus. Trenne auch hier nochmal die Gesäßhälften und richte den Rumpf und die Wirbelsäule lang und entspannt nach oben hin auf. Strecke die Arme nach vorne auf Schulterhöhe aus
Und für Mushtika Bandhana und Badangulina Man spreize nun einerseits die Zehen als auch die Finger und mache anschließend einerseits eine Faust mit dem Daumen in und beuge die Zehen an. Finger und Zehen spreizen, Zehen beugen und Faust mit dem Daumen in. Bringe die Atmung mit dazu. Mit der Einatmung spreizst du die Zehen und Finger, mit der Ausatmung beugst du die Zehen und machst eine Faust mit dem Daumen in. Achte darauf, dass das Brustbein aufgerichtet bleibt. Lass die Augen geschlossen und komme ins Spüren. Wie fühlt sich diese Übung an? Einatmung spreizen, Ausatmung beugen. Wenn du das nächste Mal die Finger zu Fäusten gemacht hast, lasse sie bitte so. Lass die Zehen passiv. Und für Gulfnaman und Mani Bandhanaman bewege einerseits die Füße und andererseits die zu Fäusten geballten Hände auf und ab. Bringe die Atmung mit dazu. Mit der Einatmung nach oben, mit der Ausatmung nach unten. Entspanne immer wieder die Schultern. Lass den Rumpf gerade nach oben ausgerichtet. Einatmung nach oben und mit der Ausatmung nach unten. Und dann mache hieraus eine kreisförmige Bewegung im Uhrzeigersinn. Mani Bandha Chakra für die Hände und Gulf Chakra für die Füße. Mache die Bewegung nur so groß, dass die Handgelenke und Fußgelenke isoliert ansteuern kannst. Unterarme und Unterschenkel bewegen sich nicht mit, Zehen bewegen sich nicht mit. Brustbein aufgerichtet, die Augen geschlossen und dann ändere hier nochmal die Drehrichtung. Mit der Einatmung nach oben kreisen, mit der Ausatmung nach unten kreisen. Sind die Schultern noch entspannt? Und dann lasse Hände und Füße wieder passiv. Und komme zum Stehen. Richte als erstes das Körperlot ein, das heißt, die Füße sind zunächst geschlossen und dann öffnest du die Fersen wieder so weit, dass die Fußaußenkanten parallel zueinander stehen. Richte anschließend die Kniegelenke und die Hüftgelenke direkt über den Fußgelenken aus. Sorge für einen langen unteren Rücken, hebe das Schambein leicht an, das Brustbein leicht angehoben. Die Schultern entspannt und der Hals und Nacken lang nach oben hin ausgerichtet. Verlagere das Gewicht nun leicht auf den linken Fuß und hebe den rechten Fuß so weit an, dass das Knie auf Hüfthöhe ist. Umklammere die rechte Oberschenkelrückseite mit beiden Händen und mit der nächsten Einatmung bringe den Unterschenkel, den rechten Unterschenkel so weit zur Streckung, wie es dir heute möglich ist. Der Ausatmung wieder anbeugen, Einatmung strecken. Achte dabei darauf, dass der Oberkörper gerade nach oben ausgerichtet bleibt
das Brustbein leicht angehoben bleibt und die Schultern und das Gesicht ganz locker, ganz weich. Mit der Einatmung strecken, mit der Ausatmung anbeugen. Wichtig ist hier nicht, dass du das Bein tatsächlich in die Streckung bringst, sondern dass der Oberkörper aufgerichtet bleibt. Der Körper nicht zur Seite oder nach vorne oder nach hinten schwankt. Wenn der Fuß das nächste Mal im 90-Grad-Winkel nach unten ausgerichtet ist, bringe bitte die linke Hand ans Kreuzbein und die rechte Hand ans Knie, ans rechte Knie. Aus der Kraft des Armes mit möglichst passivem Bein komme nun in eine Kreisbewegung des Knies. Wenn du möchtest, kannst du zur Unterstützung den Zeigefinger der rechten Hand abspreizen und mit diesem Zeigefinger einen möglichst gleichförmigen Kreis in die Luft malen. Achte auch hier noch auf die Aufrichtung des Oberkörpers, das angehobene Brustbein, den offenen Brustbereich. Und versuche das Bein hier möglichst passiv zu lassen. Ändere dann bitte nochmal die Drehrichtung. Sind die Schultern noch entspannt? Und dann stelle diesen Fuß wieder neben dem anderen Fuß ab. Komme wieder ins Körperlot, richte das Körperlot ein und dann verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß und hebe auch den linken Fuß, das linke Bein, so weit an, dass das linke Knie auf Hüfthöhe ausgerichtet ist. Umklammere die linke Oberschenkelrückseite mit beiden Händen und mit der nächsten Ausatmung bringe auch hier den Unterschenkel, das gesamte Bein in die Streckung. Mit der Einatmung bringst du das Bein in die Streckung, mit der Ausatmung beugst du es wieder an. Das Gesicht weich, die Schultern entspannt. Und wenn du das nächste Mal den Fuß nach unten ausgerichtet hast, bringe die rechte Hand ans Kreuzbein zur Unterstützung des unteren Rückens und die linke Hand ans linke Knie. Und beginne auch hier wieder aus der Kraft des Armes mit einer kreisförmigen Bewegung der Knie bzw. dann auch der Hüftgelenke. Auch hier kannst du, wenn du möchtest, wieder den Zeigefinger zur Hilfe nehmen. Bringe hier auch die Atmung dazu. Mit der Ausatmung kreist das Knie nach unten, mit der Einatmung nach oben. Achte dabei darauf, dass sich das Becken möglichst nicht mitbewegt und die Bewegung des Beines nur aus dem Hüftgelenk heraus entsteht. Mit der Einatmung nach oben kreisen, mit der Ausatmung nach unten. Ändere hier nochmal die Drehrichtung und versuche das Bein möglichst passiv zu lassen. Und dann lasse das Bein bitte wieder passiv und stelle den Fuß neben den anderen Fuß
wieder ab. Richte das Körperlot wieder ein. Zur Unterstützung des unteren Rückens kannst du hier auch beide Hände nochmal ans Kreuzbein führen. Schiebe den Rücken in die Länge, richte das Schambein auf. Und dann strecke bitte beide Arme nach vorne auf Schulterhöhe aus. Und greife mit den gegenüberliegenden Händen bitte das jeweils gegenüberliegende, den gegenüberliegenden Ellbogen. Von hier aus komme bitte in eine kreisförmige Bewegung beider Arme bzw. dann auch beider Ellbogen. Auf diese Weise kommst du in eine große Kreisbewegung der Schultergelenke und auch der Arme. Bring die Atmung mit dazu, wenn du mit der Ausatmung nach unten kreisen lässt, mit der Einatmung nach oben kreisen lässt. Und dann ändere auch hier nochmal die Drehrichtung, aber behalte die Atmung bei. Der Ausatmung nach unten mit der Einatmung nach oben. Auch hier bewegen sich wieder nur die Arme und der Rumpf bleibt vollkommen statisch. Und dann lasse beide Arme wieder locker zu den Seiten hängen. Schließe die Augen. Und dann komme bitte zum Liegen in Shavasana. Lege den Körper in Shavasana auf den Rücken. Die Beine erstmal circa mattenbreit auseinander. Die Arme so weit geöffnet, dass die Achselhöhlen offen sind und die gesamte Wirbelsäule, der gesamte Rumpf und Hals in einer geraden Linie. Achte für die kommende Übung, für die kommende Drehung der Wirbelsäule bitte darauf, dass der untere Rücken lang bleibt. Stelle zunächst beide Beine an. Und aus dieser Position suche den Kontakt des unteren Rückens mit dem Boden, indem du die Bauchmuskulatur leicht beanspruchst und das Schambein aufrichtest. Ohne den Kontakt des unteren Rückens mit dem Boden zu verlieren, hebe bitte beide Füße so weit an, dass ein rechter Winkel zwischen dem Rumpf und den Oberschenkeln und zwischen den Oberschenkeln und Unterschenkeln entsteht. Die Füße sind leicht geflext und die Arme zu den Seiten sind so gedreht, dass die Handflächen Richtung Boden zeigen. Mit der nächsten Ausatmung bewege bitte die geschlossenen Knie ein kleines Stück nach rechts. Mit der Einatmung, mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte. Mit der nächsten Einatmung zur anderen Seite, mit der Ausatmung wieder zurück. Führe die Übung fort. Achte immer, wenn du zur Mitte kommst, darauf, dass der untere Rücken lang bleibt und der untere Rücken Kontakt zum Boden hat. Mit der Einatmung gehst du zur Seite, beide Schultern bleiben am Boden, mit der Ausatmung wieder zur Mitte. Die Übung darf dann über kurz oder lang auch etwas größer werden, wenn du dich heute dazu in der Lage fühlst. Einatmung, der Bauch wird etwas größer. Ausatmung, der Bauch wird wieder ganz flach. Und wenn du das nächste Mal die Knie in der Mitte hast, dann stelle die Füße wieder auf der Matte ab, strecke die Beine aus,
Drehe die Arme wieder so, dass die Handflächen in Richtung Decke zeigen. Und spüre nochmal nach, wie fühlt sich der Körper jetzt an, nach der Drehung für die Wirbelsäule und nach den Vyayamas insgesamt. Wie fühlt sich der Körper an? Wie ist die Atmung? Und solange du möchtest, genieße die offene Weite in Shavasana. Bleibe in dieser Asana, solange du möchtest.